wir haben ein bisschen was eingekauft. Und wie man sehen kann, ganz rechts in der Ecke, Küchentücher, ein bisschen Rotwein, brauner Zucker, Zimt, eine Zwiebel, ein bisschen Salz, 6 Pflaumen, ein bisschen Zimtstange und Sternanis. Ja, dann wollen wir mal starten. In aller Phyllis Blue. Ich habe jetzt meine Pflaumen gewaschen. Jetzt werde ich die eben schnell aufschneiden. Kern raus, vierteln. Die will nicht. Da ist ein Zuhälter drin. Ist die frech. Boah. Ich will die auch nicht kaputt machen. So, kleiner, fester Kern da drin. Jetzt werde ich die einfach. Ich glaube, ich werde sie achteln. Genau, achteln werde ich die. So. Das mache ich jetzt mit allen. Ich habe die jetzt klein geschnitten. Ich war kurz vorher noch am Überlegen, ob ich die nicht sogar vielleicht pelle. Aber ich muss mal gucken, weil ich finde das nicht schön, wenn dann nachher die Schale so aufgerollt durch die Gegend fliegt und irgendwie unschön aussieht. Wir werden mal gucken, sonst muss ich eventuell da wieder mit dem Zauberstab ran. Das können wir ja auch machen. So, ich nehme jetzt erstmal einen schönen Schluck Rotwein, den wir da reintun. Rotwein ist drin, jetzt kommt da halt Zimtstange rein. Zucker, brauner Zucker. Also ihr seht, ich mache das mal wieder so außer Hand. Freilamming. An jede deftige Speise gehört ein bisschen Zucker und an jede Süßspeise gehört auch ein bisschen Salz. Also ein bisschen Salz. Und den Sternanis, den tue ich da erst später rein. Also ich habe ihn hier, ne, da ist er, noch verpackt. Den tue ich da erst später rein, weil er ist sehr kräftig im Geschmack. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das so haben wollen. So, jetzt muss das erstmal hier ankochen ein bisschen. Und dann schauen wir gleich mal weiter. So, das kocht jetzt gerade da mal so, ich schätze mal 10 Minuten. Das ist noch nicht alles richtig weich. Ich gehe jetzt langsam an. Ich schätze so noch mal 5 Minuten und dann ist das Ganze weich und dann werden wir mal kosten, wie das schmeckt. Wir sind jetzt noch mal 10 Minuten weiter, vielleicht auch eine Viertelstunde. Nachdem ich eben einmal kurz gefilmt hatte, habe ich noch reingetan etwas Vanilleextrakt und eine von den Sternanis. Ja, jetzt ist das Ganze, wie man sehen kann, schon ziemlich verkocht. Es ist auch gerade dabei, hier so ein bisschen fester zu werden. Ich finde, dass das eigentlich mir reicht für heute Abend als Beilage zu unserem Kaiserschmarrn. Ich werde das jetzt mal abschmecken. Mal gucken, wie das schmeckt. Pass auf, könnte noch warm sein. Was sagst du? Was muss da noch rein? Nee, perfekt. Super lecker. Also ist jetzt nicht mega süß, schmeckt schön nach Pflaume, Sternanis kommt ein bisschen durch. Mehr brauchen wir nicht. Und der Zimt ist durch die Zimtstange schön da. Ja. Ja. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Kaiserschmarrn gemacht habe und wir uns das alles schön auf den Teller tun. Genau. Bis gleich. Wir haben uns jetzt doch nochmal anders entschieden. Wir wollen das jetzt alles hier in eine kleine Schale tun. Und ich dachte, das machen wir eben schnell zusammen, damit ihr das auch seht. Jetzt seht ihr natürlich nichts, weil es alles noch dunkel ist. Wunderbar. Also ich habe da jetzt eben doch noch ein bisschen Zitrone ran gemacht. Und jetzt kommt da die Säure ein bisschen besser durch. Aber sonst finde ich das eigentlich schon sehr gut gelungen. Also, sieht doch geil aus. Ich finde das toll. Ich muss mir nachher noch mal kurz hier den Sternanis drin suchen. Der ist da nämlich noch drin. Aber wir lassen das Ganze jetzt abkühlen für heute Abend. Und dann essen wir das ja zu unserem Kaiserschmarrn. Den werde ich auch gleich noch filmen, wenn wir den machen. Damit wir halt noch eine Süßspeise mehr haben. Ja, dann bis gleich.
So, wir sind mit unserer Kochaktion für heute zu Ende. Da sieht man nochmal das Pflaumenmus-Kompott, was wir gemacht haben. Dann kann man das auch so in einem kleinen Schälchen anrichten, wenn man will. Oder auf dem Teller mit meinem Kaiserschmarrn zusammen. Ja, sieht doch genial aus, oder? Ich glaube auch, und das Schmecken tut es absolut klasse. Eigentlich wollte ich da noch ein bisschen Butter reingetan haben, habe ich gar nicht gemacht. Tut auch gar nicht Not, kann man machen. Ja, wenn euch dieses Rezept gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Alles kein Problem. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit und einen schönen ersten Advent. Tschüss. Und Frank.